So, Piraten Ahoi, Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part. Mal hier rüber springen, ab nach oben. So, das machen wir auf jeden Fall jetzt frei hier. Den Aussichtspunkt, damit wir besser hier. Ich wollte schon sagen, chillen. Natürlich nicht, damit wir besser hier sehen können. Achso, hier. Ist ja klar. Nein. Nein. Genau hier nach vorne war das. So. Wunderschönen Ausblick. Würde ich sehr gerne Urlaub machen wollen. Wieso denn nicht? Aber wir sind ja nicht hier, um Urlaub zu machen, sondern um einen Auftrag zu erfüllen. Und zwar den Weißen finden. Weißen. Nicht Weißen, sondern Weißen. Alles klar. Kurz auf Karte. Ah, die Karte zu... Oh, was denn hier? Ein Jaguar, den holen wir uns auch gleich. Und das ist alles hier feindlich, wie man sehen kann. Bedeutet, wenn wir entdeckt werden, greifen wir uns halt sofort an. Kisten sind immer, immer gut. Eine Rauchbombe und 294 Kohle. Okay. Gift. Sollen sie sich ein bisschen gegenseitig schlagen hier? Na, was denn da? Könnt ihr schon viel schneller auf die Fresse hauen. Gut. Zwei sind schon mal platt. Boah, Junge, da sind wir aber ziemlich brutal drauf losgegangen. So, mal gucken, ob wir hier jetzt einen Jaguar sehen, finden, wie auch immer. Ich sehe im Moment gar keinen. Leider. Oh, der hat Munition. Kurz durchsuchen. Schauen wir mal hinter uns. Kein Jaguar. Leider nicht. Noch ein bisschen nach vorne. Könnten ja überall sein, ne? Auf dem Baum. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Ach ne, ist ein Affe, glaube ich, oder? Wo ist er hin? Hallo? Der ist einfach so abgehauen, oder was? Wie auch immer. Ich hier rumtrudeln. Kiste aufbrechen. Was ist denn hier passiert? Captain Kenway. Schon wieder eine missliche Lage, Roberts. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf, mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Der sture Narr. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cochrane. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna brachte. Ah. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, vor den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Dieser Tonfall gefällt mir. Und ich weiß auch genau, wie. Doch diese Männer, Cochrane und Burgess, sie dürfen nicht entkommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir. Falls du Männer von meiner Crew siehst, tu ihnen den Gefallen und schick sie her. Ich tue, was ich kann. Machen wir auch gerne. Wieso denn nicht?
So, der hat hier auch noch Munition. Alle haben hier Munition, aber ja, schon voll. Wo ist denn eigentlich jetzt dieser Affe? Moment, da oben. Gut, dass wir das nicht sehen müssen. Den Jago, den mache ich mal hier jetzt erstmal weg. Wir gehen weiter zu unserer Quest. Kann man auch da lang? Nein, kann man nicht. Okay. Tja, auch wir lernen dazu, Freunde. Ein bisschen zu weit. Was? Immer noch? Der denn? Sag mal, hört ihr das nicht? Muss schon sagen. Der war. Hat er mir aber auch gut eingegeben. So, jetzt sind wir hier in deren feindliches Lager. Sollen sich gegenseitig hier ein bisschen kaputt hauen. Oh, ging aber schnell. Oh. Alter. Oh, schnell weg. Alter Schwede, der ist drauf, du. Hat er gesehen? Da habe ich mal ganz kurz in die Eier geschossen. Junge, Junge, das hat mich aber fast platt gemacht, du.
Spinne in den Kopf bekommen. Ja, die können sogar schießen hier. Krass, scheiße. Wo soll denn die Kiste hier sein? Schon hier oben, war. So, dann nach oben bist du. Mir geht das auch hier. Leider nicht, das war irgendwie klar. Jetzt müssen wir hier runter. Oh Junge, ist das explodiert. So, dann nach oben, wie komme ich denn da hin? Da kann hier ausrasten. Okay. So geht's irgendwie am besten. Sind alle drei vergiftet hier. Jetzt schauen wir einfach mal zu, wie die drauf gehen. Knallen sich wenigstens gegenseitig ab. Du warst uns nützlich, Kenway. Wie ein echter Assassine. Und wofür? Seinen eigenen Stolz. Ihr habt euch mir in den Weg gestellt. Das sollte ein Mann nicht tun. Ein kesses Kerlchen, genau wie Honeygold sagte. Dieser Templerhund bedeutet mir nichts. Keiner von euch. Und das ist ein Fehler, Kenway. Es waren die Templer, die uns aufnahmen, als alles zusammenbrach. Nicht unser König, nicht unser Land. Die Templer. Die Templer sind unsere Familie. Wo ist deine? So sieht's aus, Freunde. Haben die schon ins Gras gebissen. Im ehrbaren Krieg. Das Essen mager, die Heuer klein und die Arbeit hart. Doch als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Freude und Genuss sowie Freiheit und Macht. Und welcher Mann bei klarem Verstand würde Ersteres wählen? Wo die einzige Gefahr für uns Piraten die zornigen Blicke jener ohne Glanz und Größe sind. Ha! Also, ich bin nun 6 Wochen unter euch. In dieser Zeit habe ich mir eure Ziele zu eigen gemacht. Und zwar mit solcher Hingabe, dass es euch erschrecken mag, eure Leidenschaften in so starkem Licht in mir gespiegelt zu sehen. Doch, wenn ihr eben einen Captain in mir seht, verflucht, dann bin ich euer Captain. Ja!
Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Ich suche nach dem Observatorium. Man sagt, du seist der Einzige, der es finden kann. Man hat recht. Trotz aller Abneigung gegen deine Ungeduld erkenne ich in dir einen Hauch von Genie. Ich bin Bartholomew Roberts. Edward. Es gibt zurzeit nichts, was ich dir sagen kann. Doch wenn du mir zur Seite stehst, in 2 Monaten lässt dich der Libor den Zug. Erhältst du ein paar Antworten, das verspreche ich dir. Sehr gut. Oh, Piratenbefreiung habe ich ja gar nicht gesehen. Hinweis halten Sie Erbe, um die Informationstafel immer aktuelle Orte anzuzeigen. So, von September 1790, Mr. Russia. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Beim Skorbut ist die Heilung schöner als die Ursache. Aber hol dir was von der Hure und sie geben dir Quecksilber. Da ist es schöner, die Krankheit zu kriegen, als sie zu heilen. Denkst du über etwas nach? Die Menschen leben gerne nach einem Kodex oder Credo, nicht? Doch wenn's pressiert, folgen sie ihrem Instinkt und nicht den eigenen Regeln. Nur was hat man von einem Credo, wenn es die Menschen nicht zwingt, sich entsprechend zu verhalten? Man fühlt sich vielleicht, als gehörte man dazu. Hast du eine Antwort? Dass die Menschen Schafe sind und dass ein alter Wolf wie ich jeden Tropfen Blut verdient, den er trinkt. Segle zu diesem Ort. Bring nur die, denen du traust. Ich weiß nicht, wunderschöne Aussicht hier. Oh, Meiersteine gibt es hier sogar. Schauen wir mal. Okay, die Karte ist auf jeden Fall definitiv größer. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis gleich.